Herzlich willkommen zu einigen Ergänzungsvideos zum Thema Serverprogrammierung mit RESTful Interfaces. Sie haben ja häufig das Problem, dass Sie Fremdservices anbinden müssen. Die sind zum Teil auch RESTful. Sie wollen ja vielleicht in der Microservice-Architektur andere Microservices aufrufen. Und eventuell wollen Sie auch Test-Clients schreiben, die das HTTP-Interface direkt nutzen. Und das heißt, wir müssen also in Java in der Lage sein, einen HTTP-Request abzusetzen und auch dort alle Parameter, die es so gibt, zu beeinflussen. Und das geht in diesem Video. Ich zeige das Ganze in der Spring Boot-Welt mit dem REST-Template aus Spring Boot. Es gibt durchaus mehr Möglichkeiten. Um einen HTTP-Client in Java zu schreiben, haben Sie verschiedenste Möglichkeiten. Sie können das REST-Template aus Spring Boot nehmen, das führe ich jetzt hier vor und gebe da die Beispiele. Das gibt es schon relativ lange, das ist schon ein Element aus dem Spring Framework und wie gesagt, das gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt da die Möglichkeit seit Java 11, also schon seit wenigen Jahren, die haben also da eine schöne Klasse HTTP Client ergänzt, mit der kann man arbeiten. Und als es das noch nicht gab, war sehr bekannt das OKHTTP. OKHTTP hat den großen Vorteil, dass Sie mit Postman den Java-Code generieren können, sodass Sie sozusagen im Postman alle Parameter einstellen, so wie Sie es gerne hätten, und drücken dann Generierungsknopf und dann haben Sie den OKHTTP Code drin. So, das wäre so eine sehr wunderbare, leichte Möglichkeit, relativ zügig an so einen Code zu kommen. So, aber wir verwenden hier das REST-Template aus Spring Boot. So, was wollen wir übertragen? Also vielleicht, dass man sich da nochmal die Aufgabe klar macht. Wir wollen, offensichtlich müssen wir irgendwie ein Interface haben, um die URI reinzuschreiben, also sowas wie http://infgit, frrosenheim.de, API und so weiter. Und da haben wir die Path-Parameter drin, die können wir notfalls einfach in die URI mit reinschreiben. Und wir haben Query-Parameter drin, das ist sowas wie Fragezeichen. Und dann haben wir hier ja Key-Value-Parameter, letzten Endes Key ist Page und Value 3 oder Offset 7. Das sind so Sachen, die Sie zum Beispiel brauchen, wenn Sie längere Listen übertragen wollen. Das ist so eine klassische Pagination-Lösung, nicht? Also, dass Sie sozusagen seitenweise nachlesen. Wenn Sie eine Liste von 100.000 Einträgen haben, übertragen Sie die ja nicht in einem Restaufruf an den Client. Braucht ja da auch kein Mensch wahrscheinlich in der Menge. Was wir dann wollen, wir brauchen Header-Parameter. Da sind ein paar wichtig. Einmal die Authentisierung natürlich. Also wir müssen sozusagen da den Authorization-Header nutzen und da unser Basic-Auth-Token übertragen oder unser Bearer-Token übertragen. Also Basic-Auth kennen Sie aus dem Video. Bearer-Token wäre dann mit JWT-Tokens zum Beispiel. Ich zeige Ihnen nachher noch ein Beispiel mit GitLab. Der hat sich einen eigenen Header-Parameter ausgedacht, sodass man eventuell sogar noch zusätzliche, nicht standardisierte Header-Parameter verwendet. Und man kann auch Caching und alle möglichen Dinge einstellen über die Header-Parameter. Also die müssen wir übertragen können. Und wir brauchen natürlich irgendeine Möglichkeit, einen Body reinzukleben. Meistens ist das ja im JSON-Format und da wollen wir natürlich möglichst die Serialisierung nicht selber machen, sondern wir wollen ein Serialisierungs-Framework nutzen. In vielen Programmierbeispielen haben wir das JSON-Framework genutzt. Wenn man bei Spring Boot nichts macht, dann nutzt er die Jackson-Bibliothek. Und das ist so eingestellt, dass der automatisch nach JSON serialisiert. Man könnte es aber auch umkonfigurieren, dass der XML verwendet, wenn man das für notwendig erachtet. Also zumindest mit den Jackson-Bibliotheken geht das problemlos. So, und was wollen wir bauen? Jetzt wollen Sie, was Sie nicht wollen, Sie wollen jetzt nicht Ihren ganzen HTTP-Code über Ihren gesamten Server verteilen. Also, dass überall immer wieder derselbe copy- und pastete Code steht. Und was Sie wollen ist, Sie wollen das, sagen Sie, Sie haben ja ein Fremdsystem, also ich im Beispiel nehme ich GitLab. Und wenn Sie das Fremdsystem anbinden wollen, wollen Sie das Wissen über die Anbindung an der Stelle kapseln. Und deswegen bauen Sie ein Proxy-Pattern. Das heißt, der Proxy, die Implementierung davon, ist die einzige Stelle in Ihrem gesamten Source-Code, der die Details der Schnittstelle zu dem entsprechenden Nachbarsystem kennt. Alle anderen Code-Teile verwenden bloß den Proxy und machen sonst nichts damit. Das ist hier in der Grafik nochmal schön zu sehen, nochmal als Wiederholung. Das heißt, was wir jetzt bauen werden, ist der orange Knubbel, das Proxy. Und Ihr Client-Code, Client in dem Sinne, das sind sozusagen jetzt Source-Code-Fragmente innerhalb Ihres Spring Boot-Servers. Oder das könnten jetzt sozusagen, wir könnten jetzt in einem anderen Microservice sein und unseren Microservice konsumieren wollen oder sowas. Also Client im Sinne von irgendein Code, der den Fremddienst aufrufen wollen würde. Und alle Details zu dem Proxy, zu dem
REST-Interface oder zu dem Authentisierungsteil oder alle Details, wie man die Parameter serialisiert. Das ist jetzt alles gekapselt in Proxy. Der Client-Code, der sieht nur eine ganz normale Java-Klasse mit ganz normalen Java-Interfaces und Java-Transportstrukturen. Und das Proxy selber hat dann alle Innereien mit REST-Aufruf und HTTP-Status-Codes und so weiter. Also dem Client sind Status-Codes Schnurz, sondern die werden halt hier im Proxy selber verhandelt. Proxy-Pattern wäre nicht vollständig, wenn man nicht eine Schnittstellenbeschreibung hätte. Die haben wir jetzt gar nicht so explizit drin. Also wir schreiben es einfach mehr oder weniger zu Fuß, weil wir das Real-Subject auch gar nicht im Source-Code da haben, sondern wir haben nur eine Restbeschreibung von dem Real-Subject da. Also ich nehme das jetzt als Beispiel einfach aus der GitLab-Doku raus. Idealerweise gäbe es eine Schnittstellenbeschreibung, die man vielleicht auch syntaktisch prüfen könnte. Also da würde sich natürlich OpenAPI oder sowas anbieten oder notfalls Swagger oder sowas oder notfalls ein Java-Interface, wenn beide Seiten in Java gemacht sind. Also das wäre gut, wenn wir das hätten. Haben wir jetzt in dem Beispiel aber nicht, sondern wir machen sozusagen das hier von Hand. Das heißt, wir haben im Grunde einen Proxy. Unser Real-Subject ist zum Beispiel ein GitLab und oder eine GitLab-Klasse, die das Management macht. Und das Skeleton ist sozusagen das Ding, was den HTTP-Request entgegennimmt und dann entsprechend den, also quasi den entsprechenden Endpunkt sucht. Das sehen Sie meistens im Source-Code nicht wirklich. Das ist generierter Code oder also irgendein generisches Dings, was sozusagen Ihre Requests entgegennimmt. So, und den Proxy, den werden wir jetzt programmieren. Also als Anwendungsbeispiel würde ich jetzt also versuchen, für GitLab einen ganz einfachen Proxy zu machen. Und da suchen wir uns jetzt einfach gleich irgendeinen sinnvollen Ausschnitt aus dem GitLab-API raus. Und der Proxy, jetzt ist das ganz wichtig, der kapselt jetzt alle Details, wo liegt GitLab, wie komme ich da drauf, wie sieht so ein HTTP-Request aus, welche Transportstrukturen gibt es, also was muss ich Java-seitig vorsehen, damit ich das Zeugs nach GitLab transferiert kriege oder was für Datenstrukturen spuckt GitLab aus, wie mache ich die Fehlerbehandlung im Detail, wie mache ich die Autorisierung, Authentisierung im Detail. Also GitLab, man kann sich da so ein persönliches Token generieren. Das will ich natürlich außerhalb von dem Code nirgendwo sehen. Also ich will es natürlich auch nicht im Code sehen, wegen Sicherheitsproblemen. Aber das Handling davon, das muss auch in den Proxy gekapselt sein. Und was sich anbietet, gerade wenn zum Beispiel GitLab-Proxy im Rahmen eines Servers aufgerufen werden soll, ist, wenn man das gute Stück gleich zu einem Service erklärt, dann wird der nämlich als Singleton automatisch instanziert von der Spring Boot-Infrastruktur. Das heißt, dann habe ich überall im Code den GitLab-Proxy zur Verfügung und kann den mit Auto-Wired einfach herholen an den Stellen, wo ich das Ding brauche. Und die Implementierung von dem Proxy, der kapselt mir sozusagen alle Details, die ich nicht wissen muss, weg. Gehen wir mal ganz kurz in den Source Code. Also so könnte so ein Proxy aussehen. Ich zeige das gleich auch nochmal wirklich in IntelliJ. Also ich könnte hier jetzt eine Klasse GitLab Proxy haben und der hat halt hier Methoden getAllProjects, getProject, createProject, modifyProjects. Das können jetzt alles Methoden sein, die ich anwendungsseitig brauche und die das GitLab irgendwie als Remote-Schnittstelle zur Verfügung steht. Sie sehen hier an dem Interface, hier steht nun rein gar nichts von HTTP oder von Authentisierung oder von irgendwelchen speziellen GitLab-Details meiner Implementierung, sondern das ist jetzt ein ganz reines Java-Interface. Und alle Details zu HTTP und so weiter, die sind in der Implementierung gekapselt. Die sehe ich von außen nicht. Zweiter wichtiger Punkt, ich habe hier auch eine Transportstruktur selber gemacht, also die sozusagen GitLab-Projekte einzeln darstellt. So, und das jetzt gehen wir mal ganz kurz in Source Code und schauen mal an, wie sowas aussehen könnte. Nur als Beispiel. Also ich könnte auf die Idee kommen, zum Beispiel folgendes GitLab API kapseln zu wollen. Das heißt, dass wir hier das Projects API, das ist jetzt also in der GitLab Doku, sehen Sie hier oben dokumentiert. Und da kann ich mir zum Beispiel die Liste aller Projekte mit einem einfachen GET Request holen. Ne? Das wären jetzt alle Projekte, die GitLab, die für mich sichtbar sind für meinen angemeldeten Benutzer. Zum Zweifelsfall meine Projekte und die öffentlichen Projekte. Und hier sehen Sie natürlich auch eine Schnittstellenbeschreibung. Also das heißt, wir haben hier weitere Attribute, die ich setzen kann, um den Request noch genau einzustellen. Die Frage ist, ob ich jetzt wirklich alles in meinen Proxy reinbaue oder das erst nach und nach mache. Aber wie gesagt, diese ganzen Details soll der Proxy für uns kapseln. Und dann sehen Sie hier die Details zu einem Projekt,
die er mir dann zurückgibt als Rückgabewert, also als in Form als JSON-Strings. Und auch da muss ich mir überlegen, welche Details davon interessieren mich in meiner Anwendung. Und genau die Dinge sehe ich dann in meinem Schnittstellenobjekt vor. Also ich habe jetzt hier als Beispiel nur meinen Namen genommen. Und ich meine vielleicht noch die ID, aber viel mehr habe ich jetzt noch nicht übersetzt. Und sie bauen aus diesem API nur den Abschnitt, der sie wirklich interessiert, in den Proxy rein. Und alle anderen Sachen lassen sie noch offen und bauen die natürlich bei Bedarf dann hinterher, wenn das erforderlich sein sollte. Also wenn man es hier durchscrollt, finden Sie jetzt hier sozusagen noch weitere Beschreibungen da. Man kann also Listen paginieren beispielsweise. Das müsste irgendwie vom Proxy gekapselt sein, habe ich jetzt noch nicht umgesetzt. Also dass man das sozusagen seitenweise nachlesen kann. Und hier ist irgendwo sicher auch nochmal ein API-Aufruf drin, dass man Post-Request machen kann, um ein Projekt anzulegen. Das soll jetzt gekapselt werden in einem Proxy. Den Code würde ich Ihnen jetzt gerne ganz kurz zeigen. Also ich habe hier einen Proxy gebaut für GitLab und da ist hier verschiedene Attribute einfach vorgesehen, die man nachher für die Implementierung braucht. Ein Teil, da gehe ich gleich in den Folien und ist hier so ein bisschen in der Erklärung nochmal drauf ein. Das ist REST-Template, das ist sozusagen das Ding, mit dem wir auf den Server zugreifen können. Hier sehen Sie jetzt den Source-Code von meinem GitLab-Proxy. Das ist so ein erster Wurf. Und was sind denn da jetzt die interessanten Teile? Ich habe jetzt hier zum Zugriff, zum Erstellen von HTTP-Requests, habe ich jetzt hier ein REST-Template. Das ist sozusagen das Ding, wo Sie in Spring Boot HTTP-Requests mit absetzen. Und das lasse ich jetzt hier zentral erzeugen, REST-Template. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen, die viele Autoren sagen, man müsste den REST-Template-Builder verwenden. Und ich erzeuge jetzt hier einmal das REST-Template zentral. Das heißt, die Bean-Annotation sorgt jetzt dafür, wenn ich irgendwo per Autowire in meinem Source-Code ein REST-Template will, dann verwendet er das REST-Template, was in dieser Methode erzeugt worden ist. Ein interessanter Punkt hier ist vielleicht noch, Sie sollten natürlich so ein Access-Token, das ist sozusagen bei GitLab so das Ding, weswegen ich überhaupt den Request absetzen kann, sollten Sie natürlich nicht in Source Code reinschreiben. Auf gar keinen Fall. Sondern was Sie natürlich normalerweise machen, ist, das packen Sie als Umgebungsvariable zur Laufzeit erst dazu. Sie wollen ja nicht irgendwelche Credentials in Ihrem Repository speichern, sondern die sollen von außen reinkommen im Rahmen des Build-Prozesses oder nachher im IT-Betrieb. Und deswegen habe ich jetzt hier mal mit der Annotation Value, das sehen Sie hier, Value, das Access-Token mit rein injiziert. Das heißt, das $Value sorgt bei Spring Boot dafür, dass der in der Application Properties-Datei nachschaut und Umgebungsvariablen ausliest. Und aus einer der beiden Quellen kann man dieses Token jetzt reinladen. Natürlich als Umgebungsvariable, sonst macht es keinen Sinn. Was ich dann mit dem REST-Template weitermache, ist, ich baue jetzt hier sozusagen so eine Art Standard-Request schon mal zusammen. Wenn es Template heißt, kann man das natürlich auch als solches nutzen. Und jetzt habe ich hier schon mal so ein paar Sachen vorkonfiguriert. Punkt 1 ist, ich habe jetzt hier gesagt, MediaType, also der Header-Parameter Accept soll mit MediaType Application JSON Value belegt sein und ContentType mit ebenfalls mit Application Value, sodass ich also sage, die Datenstrukturen, die ausgetauscht werden, sind jeweils im JSON-Format über HTTP-Requests. Und ich habe jetzt hier auch das GitLab-Token als Header-Parameter mit drin. Dieses Private-Token, normalerweise nimmt man Authorization als Token. Name, als Header-Parameter-Name, das ist bei GitLab anders, die wollen Private-Token haben und das ist genau das Token, was ich von außen injiziert habe. So, und bei jedem Request, den ich jetzt absetze, sind die Sachen vorbelegt. Man kann, wenn Sie zum Beispiel Basic ausverwenden, auch hier auch das ist natürlich Quatsch, dass man hier die Credentials direkt reinschreibt, also ich habe jetzt hier so einen Probenutzer reingebastelt, Gerd mit dem Passwort Pferd, das könnte man auch noch hier einstellen, aber wie gesagt, auch da wieder wichtiger Hinweis, auch Gerd, also Nutzer und Passwort müssen jeweils von außen über Umgebungsvariablen rein, die dürfen nicht im Source Code stehen. Das wäre ein schwerer Fehler. So, sehen Sie hier schon, jetzt hat, apropos schwerer Fehler, jetzt hat er mir hier schon meine beiden Umgebungsvariablen reingelesen und Sie sehen jetzt hier auch mein persönliches GitLab Access Token, das werde ich jetzt natürlich gleich nach diesem Video löschen. Das hat jetzt Leserechte auf unserem Repository in Rosenheim. Und Sie sehen jetzt hier, also wenn ich einen GET-Request auf diese UI mache und ich nehme das sozusagen diesen Wert für Private Access Token, dann kann ich sozusagen lesende Zugriffe machen. Also mehr habe ich dem Token nicht erlaubt. So, und was wir jetzt kommen wir mal zu einer Implementierung. Jetzt will ich ja sozusagen mit tatsächlich echte HTTP-Requests absetzen. Ich tue mich da am leichtesten mit, der bietet mir hier Methoden, also was wie get for entity oder get for object.
Er bietet hier eine ganze Menge an weiteren Methoden an, mit denen ich Requests absetzen kann. Zeige das mal ganz kurz. Und wie gesagt, die wichtigste ist Get for Entity, weil der mir sozusagen eine HTTP Response Entity zurückliefert und dann kann ich da auch den Statuscode und alles auslesen. Es gibt die zweite Zugriffsmethode, Get for Object. Der liefert halt nur das, quasi nur den Request Body zurück, also zum Beispiel, was ich das Projektobjekt, wenn ich Get Project mache. Ich kann alle anderen HTTP-Requests auch absetzen mit dem REST-Template. Das sehen Sie hier. Also ich kann das Options absetzen, ich kann Patch absetzen, ich kann Post-Request absetzen. Also Post for Entity. Spannend ist noch Post for Location, weil das ist so der klassische Ablauf bei Posts. Sie schicken ja die Daten hin für einen Post-Request und da der Server die ID generiert, wollen Sie ja nicht dasselbe Objekt zurückkriegen, sondern einfach die URI, unter der Sie das neue SRE-Objekt runterladen können. Deswegen machen Sie Post for Location, weil im Response-Header dann die Location von der eigentlichen Entität zurückkommt. Deswegen Post for Location ist ganz spannend. Interessanterweise, wo ich jetzt keine gute Erklärung habe, es gibt also Delete und Put sind einzelne Requests, über die ich nicht so viel, die ich nicht so gut parametrieren kann. Wenn Sie also da mehr Details machen wollen, brauchen Sie die Methode Exchange, weil da kann ich sozusagen die HTTP-Method mitgeben und ich kann hier auch sehen mit HTTP-Entity den übergebenen Datensatz und die Header-Parameter genauer bestimmen. Also das heißt, wenn Sie so Put und Delete machen und genauere Kontrolle wollen, auch bei Get und Post natürlich, nehmen Sie Exchange. So, und jetzt hier mal der einfache Fall dargestellt. Also ich habe jetzt hier ein Get for Entity. Baue jetzt hier, das kann man sich ja schöner machen, in GitLab eine Query zusammen, wo ich mir sozusagen alle Projekte unter einer gewissen Group-ID raushole. Sehen Sie hier, also es ist jetzt einfach mit String-Konkatenation so ein bisschen zusammengeprökelt. Was hier noch spannend ist, ist, ich sage dem hier, geben Sie ihm sozusagen per Java Reflection die Klasse des Ergebnisdatentyps mit. Ne? Also Response Entity ist dann vom Typ GitLab Project. Das müssen Sie dem hier auch mitgeben. Ich hatte das vorher eine Implementierung in der Liste. Da wäre der zu blöd, das zu verstehen, dass das eine Liste von GitLab Projects ist. Liegt an Java, weil die Templates in sich nicht wirklich typisiert sind. Und deswegen muss man hier mit dem Array arbeiten. Also wenn Sie einen listenartigen Datentyp rauskriegen als Ergebnis, nehmen Sie immer ein Java Array und konvertieren das notfalls in eine Liste. Das geht ja hier relativ leicht mit Arrays as List und so weiter. Mit List direkt funktioniert es nicht, eben weil die Generics in Java da gewisse, also die Typinformationen ein Stück weit verlieren. Also das heißt, das wäre sozusagen so ein ganz einfacher Get-Request und man kann dann das Response-Entity dann nach dem Status-Code fragen und einfach so gewisse Fragen stellen, wie das gelaufen ist. Ich habe das zweite, das zeige ich vielleicht gleich an dem nächsten Beispiel, an dem Get-Project. Das Blöde oder Gute ist, wie man so will, hier mal mit dem Exchange programmiert. Muss aber nicht, ist, dass wenn der eine Entity nicht findet, also 400er Statuscode zurückgibt, dann schmeißt er eine Exception. Das ist hier dargestellt. Nicht? Also das Exchange sagt jetzt hier, er gibt eine Exception zurück und da kann man das Exception-Objekt wieder nach dem Statuscode fragen und not found, also eine 400 als Exception dargestellt. Finde ich jetzt unglücklich vom Design, ehrlicherweise, weil man eine Exception ist ja eine Ausnahmesituation und wenn ich ein Get auf ein Projekt mache, muss ich damit rechnen, dass es vielleicht nicht in der Datenbank ist. Und deswegen ist es eigentlich eine erwartbare Reaktion. Und wenn es erwartbar ist, müsste man eigentlich mit einem normalen Statuscode klarkommen. Aber wie gesagt, das ist sicherlich irgendwie ausdesignt. Das wäre jetzt also meine Privatmeinung. Aber auch hier sehen Sie wieder, hier ist mal die Exchange-Methode verwendet mit allen Parametern. Auch hier die URI, die HTTP-Methode. Dieses Entity ist sozusagen, hier hätte man den Body und Header-Parameter festlegen können. Headers ist irgendwo anders im Source Code noch dargestellt. Das sind sozusagen die ganzen Parameter vom HTTP-Header festgelegt und dann kann ich mit Exchange einen generischen Request absetzen und mir ein generisches Resultatobjekt zurückliefern. Noch eine wichtige Information ist die Datenstrukturen, die ich hier zurückgebe. Das sind einfach selbstgestrickte Strukturen. Also ich habe hier GitLab Project gemacht, also einfach um die Daten, die über die Leitung gehen, genauer zu kontrollieren. Also das könntet ihr auch einfach ein JSON-Objekt zurückgeben mit allen Daten. Und das hier ist jetzt sozusagen nur der Teil, der mich jetzt von den GitLab-Projekten interessiert. In dem Fall ist nur die ID und der Name. Kann man natürlich noch schöner machen. Und ich habe jetzt hier auch eine Exception hergestellt, die sozusagen Probleme in der Schnittstelle darstellt. Also ein Kardinalfehler wäre jetzt, dass man die HTTP-Client-Error-Exception nicht rausreicht, weil dann haben sie keinen Proxy mehr, weil der dann die Kapselung nicht mehr sauber macht.
Also muss man hier eigentlich mit einer selbstgebastelten Exception arbeiten. Ich habe da jetzt eine Laufzeit-Exception gemacht, um die Schnittstelle einfacher zu gestalten. Sonst müsste man hier oben hier immer diese Throws machen. Okay, das waren mal so zwei Beispiele, wie man so ein Proxy machen kann mit Hilfe des REST-Templates in Java und Spring Boot. So, jetzt muss ich hier natürlich noch den Nachweis erbringen, dass das Ding auch gut funktioniert. Und deswegen habe ich hier eine Testklasse hergestellt und zeige Ihnen noch mal ein bisschen, was man davon hat, wenn man das hat. Also ich habe jetzt hier extra einen Spring Boot Test hergestellt, wäre eigentlich nicht wirklich erforderlich. Wenn ich den Spring Boot Test nehme, dann funktioniert das Lesen der Environment Variablen und das AutoWired geht. Und jetzt habe ich mir hier meinen GitLab Proxy über AutoWired reingeholt. Das ist deswegen möglich, weil GitLab Proxy ja als Service angemeldet ist. Und wenn Sie das gemacht haben, ist das Interface von GitLab natürlich wunderschön einfach verwendbar. Das heißt, ich kann jetzt hier Get All Projects aufrufen. Das Group-ID, das sind jetzt alle Projekte aus meinem VV-Kurs gerade. Und lasse mir die hier auf der Konsole ausgeben. Und wenn ich das laufen lasse, so zeigt er mir hier alle Projekte an. Das lasse ich jetzt aus Datenschutzgründen, lasse ich es nicht laufen. Das können Sie vielleicht, wenn Sie den Code bei sich laufen lassen, mal selber ausprobieren, was Sie sehen. Ich lasse jetzt hier nochmal dieses Get Project laufen. Das heißt, auch da hole ich mir das Projekt. Get Project Entity, das ist jetzt nur eine Konfusion in Namensgebung. Und dieses 4593 ist die Nummer von meinem GitLab-Projekt in der VV-Veranstaltung. Und jetzt kann ich das hier einzeln starten. Machen wir das mal. Dann sehen Sie, dass es hoffentlich funktioniert. So, der gibt dann einfach das Projekt auf der Konsole aus. Das, was er jetzt macht, ist, deswegen dauert das Starten so lange. Der startet jetzt tatsächlich mein gesamtes Projekt im Hintergrund, also den gesamten Spring Boot Server. Alles wird gestartet, damit die Spring Boot Infrastruktur zur Verfügung steht. Das heißt, mit diesem Spring Boot Test könnte ich jetzt auch natürlich andere Dinge sehr gut testen. Das mache ich ja bei einem späteren Video. Jetzt schauen wir mal als Demo, ob es jetzt wirklich funktioniert. Und Sie sehen, der Test war erfolgreich. Gut, kein Wunder, ich habe auch kein Assert eingebaut. Ne? Also das ist eigentlich kein guter Unit-Test. Schauen wir mal kurz rein. Aber Sie sehen jetzt hier tatsächlich die Konsolenausgabe, System Auto und Printline. Ich habe jetzt das GitLab-Projekt, hat bei mir keine eigene ToString-Methode, soweit ich mich erinnere. Deswegen hat er jetzt sozusagen die Default-Implementierung von ToString verwendet. Und Sie sehen, von GitLab, das ist die Rosenheimer GitLab-Instanz, kommt jetzt tatsächlich ein Projekt zurück mit der ID 4593 und dem Namen Beniken Gerd. Das ist genau mein Demo-Projekt, wo Sie sich die Daten runterladen können. Also Sie sehen, der Proxy funktioniert wirklich und Sie sehen hier an dem bisschen Source-Code, das Zeug ist wirklich mega einfach verwendbar. Und genau die Einfachheit wollen Sie ja für Ihre Teamkollegen haben. Und wenn Sie Fremdsysteme anbinden, soll jeder andere Projekt außer Ihnen, darf keinen Ärger mit der Fremdschnittstelle haben, sondern der muss das Ding sozusagen ortstransparent im gesamten Source Code verwenden können. Und das machen Sie normalerweise mit so einem Proxy-Pattern. Und das Proxy-Pattern selbst können Sie natürlich mit jedem denkbaren HTTP-Client programmieren. In der Spring Boot-Welt bietet sich REST-Template an. Aber auch unsere Software läuft wunderbar mit allen anderen HTTP-Client-Implementierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt haben Sie es geschafft.